Hallo und herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest. Ich bin der Flo. Letztes Mal haben wir dieses Geistertor geöffnet. So, mal gucken, was dahinter ist. Oh, warte, da stand was. Geisterhülle, Hohlhain. Ich glaube, zur Geisterhülle. Müssen wir zur Geisterhülle? Offensichtlich müssen wir zum Hohlhain, weil das geht irgendwie nach oben. Dann gehe ich erst zur Geisterhöhle. Nein! Oh, da hinten war noch dieser Seelenstein vom letzten Mal. Den habe ich gar nicht mehr gedacht. Oh. Tja, blöd. Geisterhöhle. Nein, geh hoch. Oh, ist runter oder hoch? Er ist runter. Alter! Warum versteckt sich das denn überall? Ich sehe natürlich mehr hier nicht. Hier ist das. Oh, obwohl. Jetzt muss ich gleich wieder die Seelenstände finden. Ist ja ein bisschen kacke. Da haben wir letztes Mal so lange für gebraucht. Gebolzt. Oh, jetzt kriegst du diese geile Gleise. Das finde ich so richtig cool. Alter! Okay, alles klar. Das ist doch ein Life. Soll ich den Sprung jetzt verkacken, muss ich hier von... Soll ich jetzt schon das Geisterlicht? Nee, lieber nicht. Oh! Jetzt haben wir so Flashbacks wie von Naru gerade, nur mit uns, mit Ori. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Es ist der Grund dafür, dass wir leben. Es ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm näher und spüre das Licht von Phil, dem Geisterbaum. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeiten zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von Linker Trigger oder so zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um daran nach oben zu springen. Ja gut, verstanden. Hoffe ich. Boah! Der Mikrosprünge. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du... Ja, okay. Achso, das heißt, habe ich zwei Speicherpunkte. Nice! Los, spring! Achso, okay, alles klar. Alter, wenn ich diese Dinger immer besehe. Kann ich das nochmal abstauben da? Tatsächlich. Ist ja geil.
Muss jetzt rüber. Ja, geht doch. Hey, jump doch mal zur anderen Seite. Nein, och. Oh shit. Nicht wieder runterfallen. Alter, bitte. Nein. Noch, nein, oh. Ja, du da unten. Es kann doch nicht... Und wieder bist du jetzt da unten. Alter. Richtig davon. So, geht doch. Eine Spinne. Alter. Okay, jetzt bin ich sehr verbrannt. So, was gibt's hier? Was sind eigentlich diese danach Sterne sind? Aha. Was ist jetzt Stichflamme? Ach so. Nee, was ist denn Stichflamme? Funkenflamme. Aha. Lässt die meisten... Aha. Okay, das ist cool. Du hast ein kleines Geisterlicht-Gefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deinem Kreis hinzugefügt. Finde weitere Geisterlicht-Gefäße, um schnell Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Das bleibt noch mehr als hoch, da oben. Achso. Oh. Oh shit. Lauf. Ja, nice. Ich muss irgendwo gleich den rechten Fehler. Wie soll ich das wieder hoch? Wie soll ich da hochkommen? Da ist wieder so ein Stein. Ja, wahrscheinlich.
Ey, wahrscheinlich ist das ein Stein, oder? Lauf! Lauf, 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 lauf. So, alles klar. Richtig dumm. Das ist mit dem rechten Trigger nicht richtig geht. Lol. Und ich hab den Speicher für mich gesetzt. Oh shit. Kann ich jetzt in der Steuerung eigentlich irgendwie ändern? Wahrscheinlich nicht. Aha, was machst du einen Unterschied? Kein. Komm jetzt gleich hoch. Gleich läuft es da hoch. Lol. Komisch. Alles klar, easy. Nee, stopp, stopp, stopp. Jetzt erst diese komische Flamme setzen. Und da oben ist so ein komischer Ficker. Du hast ein... Was? Du hast ein Kartensteinfragment gefunden. Bring es zu einem Kartenstein, um einen neuen Bereich der Karte freizuschalten. Ja, okay, von mir aus. Achso, das Ding kann ich angreifen. Ja, geil.
Ulreus. Hau ab. Ich wette, da kann man irgendwo noch so ein Ding finden. Noch so einen komischen Seelenstein. Hab ich den da her? Nee, hab ich nicht. Wo hab ich den dabei? Wo hab ich denn den Seelenstein her? Alter! Jetzt habe ich ein Problem. Da komme ich gerne mal runter, vielleicht kann ich die da nicht mehr sehen. Ja, okay. Ich komme lieber nicht mehr da runter. Ja, da war ich, glaube ich, dieses Kartenstadtfragment gesehen. Ich habe gerade überlegt, ob ich da oben rechts schon mal war. Aber... ja. Ach so, das macht die Insel bereit. Ja gut. Brauche ich noch so einen Seelenstein? Okay, das war jetzt nicht so geil. Ach so. Ich kann mir denken, wie lang das ist. Wahrscheinlich bin ich ein Pein-Ding. Mit diesem hohen Heiler. Ich kriege viel zu viel Damage. Nee. Okay. Nein, Mist. Oh shit. Gut, dass ich gerade runtergefallen bin. Geil. Du hast eine Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. Kann ich irgendwas wegziehen oder so? Um da oben hinzukommen? Hm. Was hast du denn jetzt? Ich habe hier Ratschblatt gemacht. Was soll das? Hm. Wie soll ich denn da hochkommen? Wohlheim. Da hoch kommen wir jetzt aber so nicht. Ist ja behindert. Das heißt, muss ich jetzt echt erst diese komische Geistertür aufmachen? Die hier. Und wo soll ich diesen Stein herkriegen?
Nice. Also ich bin, glaube ich, von hier unten. Das liebste. Da oben ist noch so ein komisches Flammenteil. Das, was mir richtig viel Credits gibt. Nee, der kennt lang kann ich wahrscheinlich nicht. Verdammt. Ach komm, wo ist denn dieser Seelenstein jetzt? Lol. Moment. Ach so. Ich kann noch irgendwie was von... Ich kann noch irgendwie was von dem Dings aufdecken, oder nicht? Hm. LOL! Ja, komm, auf mich zugejumpt. Wahrscheinlich. Und jetzt draufgehen, ne? Das kann doch nicht wahr sein! Alter. Und ich habe wieder vergessen zu speichern. Das kriegt man auch nicht. Ey, what the fuck? Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Gibt's keinen Seelenstein mehr. Okay, also wie es weitergeht. Wo dieser Seelenstein ist für die Tür oder wie ich hier hochkomme oder was auch immer. Das seht ihr in der nächsten Folge von Oriental Blind Forest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.